Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen 2. Ja Freunde, wir sind auf der Suche nach einem Talisman und ich hätte mich tot suchen können. Ich habe nochmal alles offscreen abgesucht, bis es mir dann zu viel geworden ist und habe mal ein bisschen im Internet nachgelesen. Und da werden wir uns dann doch jetzt mal hinbegeben. Ich weiß nicht, ob es ein Anzeigefehler ist oder ob ich es einfach nur zu schlecht verstanden habe. Und zwar könnt ihr euch daran erinnern, wahrscheinlich wo die toten Piraten nämlich lagen. Da haben wir ja zumindest beim Schwarzen Hund haben wir ja das Buch gelesen, wo sich dieser Talisman befinden sollte. Und der soll sich, ich glaube, war das hier? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Irgendwo lag auf jeden Fall ein toter Pirat. Mal eben kurz auf die Karte geguckt. So, und hier drinnen soll er sich befinden. Und dann wollen wir doch nochmal nachgucken. Da haben wir anscheinend irgendwas übersehen. Und auf jeden Fall die Fackel mal angemacht. So, die sind alle da. Wunderbar. Hier soll der jetzt irgendwo sein. Ja, aber die Frage ist bloß, wo? Da ist er doch, hier. Der Talisman, die Jaguar-Pfote. Ha! Wer hätte das gedacht? So einfach geht es. Wir sind dran vorbeigelaufen, Freunde. Und jetzt gucken wir doch mal eben kurz Charaktersammlung. Und zwar, die gute Pfote müsste nämlich, wo ist sie? Ich glaube, Ritual plus 10 geben. Da ist sie, die Jaguar-Pfote, Ritual plus 10. Und jetzt fehlen noch zwei Stück. Oh, wie kommt's? Haben wir anscheinend eins vergessen. Ach. Oder eins noch nicht gefunden. Wer weiß, wer weiß. Vielleicht hat der gute Jafar ja etwas damit zu tun, weil er sucht ja seinen Aurikulki. Und da ist dann halt wiederum die Frage, ob wir dann dort doch alle Schätze finden. Aber nichtsdestotrotz, wir haben ja so ziemlich alles abgegrast. Und wir haben nicht mehr allzu viele Questen. Wir müssen nochmal zurück auf die Insel der Diebe wegen einem Schatz in einer Höhle. Wir müssen natürlich auf die Insel der Toten. Und ja, das Königsschwert, Sturmwind, da haben wir alle beide Teile. Das Königsschwert, ohne lange suchen zu müssen, habe ich auch mal eben nachgeguckt. Das ist auf Takarigua, und zwar im Südosten soll das sein, wo die ganzen Ghule auf uns gelauert haben mit einer, ja, mit einer Truhe, die 90 stark ist, die verschlossen ist. So, und der Papageienflügel am Südstrand der Insel der Diebe. Mhm. Wollen wir gar nicht so lange warten. Mal wieder zurück zum Schiff mit, was, mit E? Dann wollen wir da mal zurück zum Schiff. So, ich hoffe, der gute Bones ist jetzt mit hier auf dem Schiff und es wird langsam dunkel. Ich glaube, wir legen uns mal eben kurz fix hin. Denn wir wollen doch nicht im Dunkeln davon segeln. Denn Mara wartet. Ich meine, wir haben noch ein paar Questen offen. Ein paar Quests. Und ja, die wollen wir doch mal eben machen. So, Patty, es wird Zeit. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Ei, Captain. Auf jeden Fall. Und jetzt ist die Frage, was machen wir als erstes? Die Insel der Toten, die Insel der Diebe. Holen wir doch erstmal den Schatz. Vielleicht ist es ja der gute Papageienflügel. Den werden wir doch direkt mal eben kurz erbeuten. Und dann schauen wir mal weiter. Königsschwert, wir müssen noch schmieden. Gerade Tränke müssen wir uns herstellen. Ja, ja, ja. Da brauchen wir noch die Rezepte. Ich weiß gar nicht, ob wir die irgendwo herkriegen, finden, wie auch immer. Da es ja jetzt Richtung Ende zugeht, Freunde. Und wir haben eine Menge Gold, eine Menge Schätze. Müssen noch eine Menge lernen. Und ja, ist auf jeden Fall noch ein bisschen Arbeit. Also so einfach durchgespielt ist es noch nicht. So, da ist er, die Insel der Diebe. Soll man Jafar mitnehmen? Ich weiß es nicht. Klaut uns ja wieder alles. Zumindest er sammelt alles für uns ein. So, die Fackel. Nee, komm, die Fackel nehmen wir mit. Ich möchte ja nicht, dass das Schiff abkokelt. So. Komm mit. Ei. So, Patty ist mit dabei. Die nehmen wir auch mal mit. Die anderen Charaktere habe ich auch sehr gerne. Und da ist der Baum. Schönes Schiff. Danke. Wäre schade drum, wenn Mara es in seine Einzelteile zerlegt. Dann passen wir doch gut auf, oder? Dann passen wir besser auf, dass Mara uns nicht erwischt. Sie wird jeden unserer Züge schon im Voraus erkennen. Tja, mit der Einstellung können wir ja gleich einpacken. So wichtig bin ich nicht, dass meine Einstellung ins Gewicht fallen würde. Wir schaffen das schon. Wenn nicht, werden wir es bald erfahren. Darüber reden wir noch. Später. Ei.
Gut, mehr hat der Gute bei uns gar nicht zu sagen. So, Ruderboot, ab zur Insel. Ah, und ein Unwetter, na klasse. Ohne Vieh? Nee. Dann wollen wir doch mal eben gucken. Der Schatz in der Höhle. Wo soll er sein? Da drinne? Achso, wir müssen... Nee, kann doch nicht sein. Doch, na klar. Hm, komisch, komisch. Schauen wir doch einfach mal. Ich liebe Unwetter. Gerade im Spiel draußen ist es nicht viel schöner, gerade bei mir aktuell. So, ich glaube, hier oben ging es nämlich hoch. Wenn ich jetzt die Karte richtig im Kopf habe. Ich hoffe, wir können da vorne jetzt nicht rein. Denn der Eingang müsste doch eigentlich zu sein. Wer das Let's Play gesehen hat, weiß auch warum. Da wurden wir nämlich richtig böse hinters Licht geführt. Ne, der Eingang ist offen. Ne, das ist zu. Sag ich doch. Klar. Aber das müsste die Höhle sein, in der Tat. Gut, dann laufen wir einfach mal außen rum, denn wir haben den Ausgang selbstverständlich gefunden. Sonst wären wir gar nicht mehr im Leben. Wir wollen uns natürlich den Schatz organisieren. So, einmal fix außen rum. Schönes Wetter. Na komm, lauf schon, fertig. Och, sieh einen an, die gute Schädelblüte einfach liegen gelassen. Und ein Pulvermond. Nano. Vielleicht sollten wir nochmal alle Inseln abklappern, aber ich glaube, das würde einfach zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich weiß halt nicht, wie lange wir jetzt schon spielen. Ich weiß auch nicht, ob man das irgendwo nachschauen kann. Ich glaube, bei den gespeicherten Slots können wir es dann sehen. Aber wir sind ja schon über 100 Folgen a 20 Minuten, Freunde. Wir spielen auf jeden Fall schon einige Zeit hier ran. So, Spielstand wurde erstellt. Jetzt müssen wir eben gucken. Wir befinden uns genau beim Schatz. Kann nicht sein. Ist er hier vorne? Ja, na klar. Da ist das Kreuz. Bevor wir darauf krepeln, mal eben ausbuddeln. Schöne Schatzsucherei hier. Komm, werter Held, auf mit dem Ding. Komm schon! Jawohl, der Schatz in der Höhle. 100 Ruhmpunkte. Da wollen wir doch mal reingucken. Ist der legendäre Gegenstand drinne? Er ist drinne. Wurfwaffen plus 10. Papageienflügel. Wunderbar. 500 Gold, Diamanten, Karaffe. Ja. Nehmen wir alles mit. Perfekt. Nochmal 200 Ruhmpunkte obendrauf. Und damit wäre die Insel der Diebe gelöst. Da könnten wir eigentlich direkt zum Schiff. Ja klar. Machen wir auch direkt. Oder sollen wir mal eben kurz hier noch vorbei? Dorf der Gnome. Da war doch noch was. Da habe ich doch was in Erinnerung. Ja, na klar. Moment. Der Häuptling, den konnte man doch meiner Meinung nach bestehlen. Aber ich glaube, mit einer Diebesfertigkeit von 100, da war doch irgendwas. Mal eben kurz hin. Ich glaube, hier oben mussten wir hoch. So, da ist er nämlich. Genau, Diebeskunst 100. So, ich meine, unsere Attribute sagen uns, Talente, haben wir eine Menge Ruhmpunkte, Freunde. Die Diebeskunst ist auf 100. Ja, jetzt bin ich doch mal gespannt. Den Obergnom der Gnome tun wir jetzt beklauen. Wusstest du, dass euch die Menschen Diebe nennen? Das wird wohl daran liegen, dass wir bessere Diebe sind als die Menschen. Hm, könnte sein. Tja, da haben wir 100 Ruhm erhalten und 500 Goldstücke. Klasse. So, nichtsdestotrotz, jetzt können wir aber zurück zum Schiff. Und dann segeln wir auch direkt weiter. So, werte Patty. Vorsichtshalber mal gespeichert. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Aye, Captain. So, und unser nächster Zielort ist doch einfach mal Takarigua. Wegen der Königsklinge. Zumindest fürs Königsschwert. Da brauchen wir noch die Klinge, den Griff haben wir, meine ich, dabei. So müsste es gewesen sein. Dann wollen wir uns dort auch die Truhe
Truhe anschauen, wenn wir sie finden. Aber ich glaube, ich habe noch eine Erinnerung, wo sie sein sollte. Und zwar, wenn man nämlich da runterkommt auf diesen Strand oder fast Sumpf, direkt nach links, da waren einige Gule. Ja, häufige Speichern ist sinnvoll, klar. Und da sind wir auch mitten in der Nacht in Takarigua. Und dann fehlt ja noch die Insel der Toten, wo ich ja immer dazu gesagt habe, die Insel der Diebe, Freunde. Ich vergesse nicht so schnell die Sachen. Es war auch echt lustig. So, die gute Patty, dann wird... Komm mit. Kein Problem. So, und die Patty nehmen wir jetzt mit. Mitten in der Nacht sollen wir? Ach Mensch, jetzt können wir gar nicht hier unten runter. Aber mitten in der Nacht, was ist denn... Ich meine, die war... Man ist hier runtergekommen und die war dann irgendwo direkt hier vorne. Wird schon schief gehen. Schauen wir uns einfach mal um. Aber jetzt tatsächlich Fallschaden bekommen? Ich hoffe doch nicht. Nacht- und Nebelaktion. Was ja wirklich schön ist, was man sagen muss in den Spielen, ist der Sternenhimmel. Ich finde das ja wirklich faszinierend, Sterne und Co. So, bevor ich mich verschwatze, wo laufen wir entlang? Wir sind richtig. Zumindest fast. Wir müssen hier entlang. So, ich denke mal, die Patty ist noch bei uns dran. So, geht's hier hoch? Ich glaube ja schon. Ja, es müsste der richtige Weg sein. Hier dann links das Wasser. Ne? Ja. Dann wollen wir doch mal gucken, ob das stimmt. Oder ob die da alle gelogen haben. Böse Internet. Ich glaube nicht, denn einige Leute haben dieses Spiel schon durchgespielt und merken sich natürlich, wo sie welche Schätze gefunden haben. Und wir hätten doch auch gerne das Königsschwert gefunden. Ich glaube, so 4 oder 5 Parts weiter hätten wir es dann wahrscheinlich auch gefunden. Aber das hätte wahrscheinlich viel zu lange gedauert. So, jetzt müssen wir mal gucken. Und zwar hier runter und dann hier nach links. Und da irgendwo da unten waren doch, meine ich, die Ghule. Da soll dann eine Kiste sein. Wollen wir doch mal gucken. Ah, da hat unsere Diebesfähigkeit nicht so hoch gewesen, wo wir mit dem Jafar hier wiedergekommen sind. Das kann ich mir eigentlich schon fast gar nicht vorstellen. So, hier waren die Ghule, meine ich. Ja, hier war das. Und da ist die Truhe. Und sie ist wirklich verschlossen. Ha! Dann wollen wir die doch mal eben knacken. Oh, das sieht ja richtig wunderbar aus hier. So, 1, 2, 3. Du klappst und jetzt einfach mal hier rüber und das ist schon mal falsch. Alles klar. Wollen wir mal schauen. Noch ein weiter? Noch ein? Nö. Ja, ich wusste es. Ich wusste es. Ich wollte eigentlich weiter rüber gehen, aber nun gut. Dann einmal so, so und so. Alles klar. So, und da ist es doch auf. Und ein Schädelohrring, okay. Ja, schick, schick, schick. Und da ist es doch. Die Schwertklinge Königsschwert. Klasse. Nehmen wir mit. Und damit haben wir dann auch jetzt die Klinge gefunden und können diese wieder zusammenfügen dann am Amboss. So, wunderbar. Dann wieder Karte auf. Zurück zum Schiff, würde ich sagen. Oder? Sollen wir, sollen wir? Machen wir. Wir wollen weiter direkt auf die Insel der Diebe, bis wir dann alles abgeschlossen haben und dann können wir uns dann noch ein bisschen umgucken. Jetzt wird es schon wieder hell. Ja gut, dann machen wir das doch direkt mal mit der guten Patty. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Aye, Captain. Ja, ganz genau. Und jetzt geht es nämlich mit dem guten Bones darum. Den müssen wir zur Insel der Diebe bringen. Wo uns nämlich keiner begleiten wollte, falls ihr euch erinnert. Und schaut mal, wie schön das aussieht. Das ist denen wirklich richtig, richtig gut gelungen. Ich meine, solange wir das Spiel jetzt schon spielen, diese An- und Abreise ist mit dem Schiff echt klasse. Da wurde sehr viel Liebe reingesteckt. Und das kommt auch gut an. Nee, Insel der Liebe, Insel der Toten wollten wir. Mensch, jetzt habe ich mich sogar ganz verklickt. Komme ich schon selbst durcheinander. Nee, überspringen tun wir es nicht. So viel Zeit muss auch sein. Jetzt sind wir schon so lange dabei, aber wir sind falsch. Patty.
Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Aye, Captain. Ja, irgendwann sagt sie dann mal, hier ist der Wassertempel. Oh, 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 da klicken wir jetzt noch nicht drauf. Irgendwann sagt sie bestimmt dann mal, hör mal, hast du sie nur alle? So, und wieder weg. Da, wo wir nämlich alleine auf der Insel gewesen sind, kann es nämlich sein, oder stelle ich es mir sogar sehr stark vor, dass der Bones uns begleitet hätte auf dieser Insel. Ich bin mal gespannt, ob er jetzt gleich mitkommt, um sein zweites Ich zu finden, aber ich gehe davon aus. Also wenn wir erst nach Arobe, ja, hier zum Maracay-Stamm und so hingegangen, hätten wir den Bones vorher getroffen und dann wären wir hier dann zu dieser Insel der Toten gekommen. Der Bones hätte uns bestimmt begleitet. So, und da sind wir auch schon wieder. Jetzt mal runter zum guten Bones. Dann komm mal her. Willst du hier hin? Ich spüre, dieser Ort ist etwas Besonderes. Ich würde nur zu gerne diese Insel betreten. Klar, und dann bin ich dich los. Nein, du bleibst schön, wo du bist. Nee, war's ehrlich jetzt? Komm mit. Klar. Nee, Bones schließt sich dir an. Alles klar, Ruderboot. Nee, allein zur Insel rudern. Oh nee, also müssen wir doch allein hier hin. Oh, ich glaub's ja nicht. Na gut, dann wollen wir das doch mal eben fix machen. Dann müssen wir nochmal ins Reich der Toten, ne? Da war doch was, ja. Ach, herrje, das werden wir schon schaffen. Ich meine, das war auch noch nicht mal... Wir müssen gar nicht ins Reich der Toten, aber naja. Tau, bring mir Voodoo bei. Brauchen wir eigentlich nicht. Voodoo... Ist ja nicht so mein Fall, obwohl ich das mit den Voodoo-Puppen und mit dem Übernehmen der anderen Körper sehr interessant finde. Ist auf jeden Fall schön gewesen. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt gewesen wäre, hätten wir uns der Inquisition angeschlossen und würden mit der Muskete rumlaufen. Aber ich glaube, das wäre auch sehr nett geworden. Und warum sind hier wieder Viecher? Ich glaub's ja nicht. Da wartet doch tatsächlich ein Wächter und ein Ghoul. Ja, du bist schon gut ausgerüstet. Du musst nicht mehr ausweichen. So, den einen haben wir schon mal. Dann komm mal her, werter Gut. Noch ein Streich und da ist auch direkt hops. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wo war denn der Weg? Ich meine, wir mussten irgendwo hier hin. Tempel des Diebes. Ja, der war da, meine ich. Ich hoffe, dass hier nicht irgendwie so ein Viehzeug jetzt ist. Oh. Ja doch, na klar. Da kriegen wir schon den Speer in den Rücken. Zack, das hast du davon. Werter Krieger. So, und hier unten stand er doch, oder? Nee. Das heißt, wir müssen erst das Totenreich wieder betreten. Gut, dann... zum Altar des Übergangs. Was anderes bleibt uns ja nicht übrig. Und, oh, das ist aber fies hier. Aber schaffen wir auch wieder. Ich glaub's ja nicht. Dass die Monster einfach wiederkommen. Erstaunlich. So, ich hoffe, wir können das doch nochmal machen. Steht der Tau jetzt eigentlich auch noch hier oder war es das dann jetzt? Ich will es nicht hoffen. Da ist es doch, ins Totenreich reisen. Den Trank haben wir anscheinend noch dabei. Dann werden wir das doch tun für unseren, ja, Weggefährten, Waffengefährten, wie man es nennen möchte. Oder einfach nur Crewmitglied. Und dann wollen wir doch Bones wiederholen. Da sind wir auch schon. So, und im Jenseits. Können wir die Schnellreise nutzen? Ich hoffe doch sehr. Dann sparen wir uns ein bisschen Weg. Und Monster gibt es hier nicht. So, und jetzt müssen wir nochmal gucken. Der Bones steht da. Zumindest ein zweites Ich, Freunde. So, mal eben fix hin. Und hier machen wir auch eben kurz einen Cut, Freunde. Tut mir leid, aber so ist es leider. Es muss sein. Bis zum nächsten Part.